Wir präsentieren euch den ersten Tag mit unseren Bildern. Viel Spaß! Liebe Zuschauer, wir präsentieren euch den zweiten Tag Wasser und Land. Wir wünschen euch dabei viel Spaß. Der dritte Tag, an dem Gott die Pflanzen erschaffen hat, die viele Früchte tragen. Wurden Sonne, Mond und Sterne erschaffen. Das ist Tag 5. An diesem Tag wurden Vögel und Fische erschaffen. Auf einem Bild haben wir noch etwas versteckt, aber ich lasse euch rätseln, was es ist. Viel Spaß! Seht ihr den sechsten Tag, als Gott die Menschen schuf. Stückchen für Stückchen kamen Adam und Eva hervor. Hier seht ihr den siebten Tag. Am siebten Tag hat Gott sich ausgeruht. Er war mit der Erde fertig und war zufrieden. Er träumte, wie die Erde sich weiter bevölkerte und schlief ein. Thank you.